Okay, meine lieben Freunde, und damit willkommen zurück zu Assetto Corsa. Mit meiner Wenigkeit, dem werten Kelly. Und ja, rein theoretisch könnten wir uns heute auch ganz einfach wieder an den M3 E30 setzen. Einfach das Rennen fahren. Das wäre ja langweilig. Und der Content, der wird dadurch auch nicht besser, sondern einfach nur immer gleich. Und ich wäre gar nicht ich, wenn ich nicht unbedingt meine Lust dafür umsetzen würde und noch mehr Mittel finden würde. Deswegen, ich zeige euch mal was. Und zwar das hier. Und zwar ist das ein Showroom, in dem wir uns den M3 ganz nah ansehen können. Da sieht man einfach mal die Liebe zum Detail. Wir sehen sogar den Boss-Schriftzug auf den Scheinwerfern. Das ist schon verrückt, mit wie viel Liebe zum Detail die hier dran gehen. Bisschen auspuffen. Wir können natürlich auch theoretisch ins Cockpit und das Ganze anschauen. Wow! Also die Liebe zum Detail, die ist in jeder Phase zu erkennen. Und natürlich, damit wir uns das Ganze nicht selbst machen müssen, man kann ihn auch von selbst rotieren und sich so ansehen. Es ist schon echt begeisternd, wie viel Liebe in so einem Spiel, in so viel Autos drinsteckt. Und da ist nicht nur Kuno Simulationi dabei, sondern auch viele Modder haben mindestens genauso viel Leidenschaft für das Projekt. Und da ist die Liebe zum Detail für das Automobil genauso groß. Also, das Auto kennt ihr ja mittlerweile schon. Die Eckdaten genauso, aber die gehe ich gerne noch einmal mit euch durch. 238 PS bei 240 Newtonmetern, bei 1,2 Tonnen, 250 km/h Spitze. Und ich habe es ja gesagt. Hallo? Achso, ich bin noch im falschen Links. Im falschen Fenster. Ich möchte heute mit euch die Story in Anführungszeichen Karriere weiterführen, denn da geht es ja ins nächste Rennen im besagten M3. Und das schauen wir uns doch mal an, oder? Okay, da sitzen wir also wieder in unserem BMW E3, wieder mit Kupplung und Getriebe, beziehungsweise Handschalter. Da muss ich mich wieder dran gewöhnen. Und dann gehen wir mal auf die Strecke, ha? 4, 5 und Abfahrt. Klar, dass wir jetzt nicht ganz so viel Leistung haben, wie zum Beispiel die Z4 vor uns. Sie scheinen aber auch überhaupt keine Ahnung, wie die Seeauto fahren müssen, wie es ausschaut. Ein Memo an mich, die Bremsen sind wieder eine ganze Ecke schwächer. Woo! Da muss ich mich auch erst mal wieder dran gewöhnen. Dahinter positionieren und jetzt auf der Geraden kommen. Also beim Anbremsen. Hab ich ihn? Ja, den habe ich. Außen kommen, den kriege ich. Schön Platz lassen. Der hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Tempo auf der Geraden. Heißt aber nicht, dass ich den auf der Bremse nicht kriegen könnte. Komm, zieh außen vorbei. Da habe ich noch einen M3 vor mir. Der Weg weiß, wo das Gaspedal ist. Ach, komm schon. Seite an Seite. Das sah bestimmt gut aus. Jetzt besser rausbeschleunigen. Nützt nichts. Klar, der hat ein bisschen mehr Power als ich. Aber auf der Bremse kriege ich den gleich. Wenn wir in die Schikane gehen. Das ist die GT-Schikane. Also kann ich da auch etwas später in die Eisen. Scheinen aber auch wieder schwere Gegner zu sein. Hupla, bisschen weit rausgekommen. Ja, und da überholt uns der Z4 ohne Probleme. Der hat auch ein bisschen mehr Leistung. Eine rechtzeitig auf der Bremse? Nee, zu spät.
Scheint mir fast so, als müssten wir nochmal neu starten. Weiß aber nicht, woran es liegt. Ob die Schwierigkeit generell zu hoch eingestellt ist. Oder ob die Autos einfach nur ordentlich mehr Tempo haben als wir. Was natürlich auch noch dazu kommt. Weil auf der Geraden überholen die uns lockerer als locker. Und da kann ich in meinem M3 machen, was ich will. Da habe ich einfach nicht die Pace für im Auto. Da ist es nicht schnell genug für. Und da bin ich auch noch kein überragender Weltklassefahrer für, als dass ich das ohne Probleme kompensieren könnte. Ich meine, ich halte ja gut mit. Das kann ich mir auch unterzeichnen. Aber dafür hier gegen übermotorisierte Gegner mitzuhalten, bin ich dann doch etwas zu semi-professionell unterwegs. Na, komm schon. Vielleicht kriegst du ja doch noch. Aber immerhin fahre ich mich so ein bisschen ein. Und jeder Meter, den ich hier in Assetto Corsa mache, hilft mir sicherlich weiter, ein besserer Rennfahrer zu werden. Oder ein besserer virtueller Rennfahrer. Auch wenn es nur virtuell ist. So rum. Eine Lücke bildet sich langsam. Jetzt aber aufpassen mit dem Bremsen. Ein bisschen früh auf dem, auf der Kupplung, aber scheint noch alles gehalten zu haben. Lassen wir den Motor ein bisschen bollern. Und viel besser alleine beim Anbremsen. Ordentlich Meter gut gemacht auf den Z4. Jetzt auf der, so aus der Kurve besser. Komm nicht, krieg ich noch. Wow. Da wart ihr aber früh auf der Bremse, Jungs. Du hast mir keinen Platz gelassen, du Sau. Wow. Muss mal bitte nicht drehen. Und nicht. Oh, da ist noch einer neben mir. Sagte er und dann wird er rausgedreht. Wunderbar. Okay. Dann nochmal von vorne. Okay. Zweiter Versuch. Gerne den Ton auf beiden Ohren wieder. Also den Start hinbekommen. Da ist der Ton. Schauen, ob die KI diesmal etwas handsamer für mich ist. Da gehe ich fast schon von aus. Und mir nicht so davon fährt. Oi. Da ist auch noch einer. Du musst den Z4 vor mir glatt schon anschieben. Ja, Seite an Seite. Rechts von mir ist keiner. Gut. Warum so früh auf der Bremse, Jungs? Warum fahre ich das Ding so weit an? Jetzt bitte einmal ordentlich rauskommen. Sehr schön. Und P3. Warum nicht gleich so? Also haben wir ordentlich mehr Tempo. Oh, wieder ein bisschen spät auf der Bremse, aber alles im grünen Bereich. Memo an mich, ich habe die KI jetzt mal am Anfang auf 85% gehabt. Vielleicht ist 80 doch eher die bessere Wahl. Also vielleicht mal 80. Weil standardmäßig ist sie auf 90% eingestellt, was, glaube ich, ein bisschen viel ist. Jetzt haben wir es natürlich trotzdem schwer, mit dem M3 vor uns mitzuhalten. Beziehungsweise dem neuen M3. Neuen Anführungszeichen, der ist von 2015. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sieht schon mal besser aus. Und wieder an diese Plastikbremsen gewöhnen. Vergleich zu den anderen.
Na, da kommen wir schon mal zumindest ein bisschen ran. Und ich schätze mal, jetzt in Kurve 1, wenn die KI nicht weiß, wie sie bremsen muss, dann werden wir ordentlich Meter gut machen. Na, was habe ich gesagt? Ist ja fast schon belastend, so schlecht wie die Bremsen. Das tut einem ja fast schon leid. Aber egal, ich nehme es gerne mit. Und freie Bahn für den Keldi. Na, vielleicht ein bisschen früh hochgeschalten, aber trotzdem kommen wir gut aus der Kurve. Jetzt haben wir wieder freie Fahrt. Wir können den BMW einmal ordentlich treten. Schön. Und rein in die Kurve. Jawohl, ja. Jetzt einfach wieder auf gute Rundenzeiten fahren. Strecke kennt ihr ja mittlerweile. Die war ja auch im letzten Part genauso vorhanden. Und erste Video ist gerade rausgekommen. Zwar noch keine Kommentare, aber ich denke mal oder hoffe, dass da der ein oder andere folgen wird, der mit Freude hier ein Projekt wieder auf dem Konfi-Kanal mit Motorsport und vor allem in diesem Fall, ich glaube, es müsste ein Novum sein, dass wir hier sogar mit Virtual Reality arbeiten. Zwei Runden haben wir noch. Hier auf der nicht auf der Nordschleife. Nordschleife wäre ein bisschen länger. Und vier Runden Nordschleife würde mehr als nur einen Part füllen. Beziehungsweise da müsste ich einiges schneiden. Weil die natürlich ein klein bisschen länger ist. Schön innen bleiben. Schön. So muss das gehen. Und komm rum, rum, rum. Ja. Ob ich hier jetzt ein bisschen Zeit rausholen kann. Ah, da geht noch ein bisschen mehr. Kurz auf die Bremse und weit raustragen lassen. Weiter, weiter. Sehr gut. Hochschalten und gib ihm. Whoop. Da hinten auch wieder die Nürburgring grüßen. Oh, ein paar Leute auf der Strecke. Hallo. Na, da können wir, glaube ich, noch später auf die Bremse. Noch deutlich später. Ich habe mich jetzt einfach dran gewöhnt, immer beim zweiten Bremsmarker. Da geht aber sicherlich noch einiges mehr. Ein bisschen die Curbs mitnehmen und in die letzte Runde. Freude am Fahren, auf jeden Fall. Sind wir schon in der letzten Runde mit ordentlich Abstand auf die Konkurrenz. Wovon ich mal ausgehen werde. Und ein bisschen früh im Schalten. Aber alles im Rahmen, wie es sich anhört. Langsam und raus beschleunigen. Da geht mehr, aber solange wir es nicht in die Wand setzen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Noch ein paar ungewollte Drifts für die Fans reinhauen. Schön. Oh Gott, ich muss niesen. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt juckt die Nase. Oh.
Vielleicht, da war ich gerade besser. Ja, im Großen und Ganzen kommen wir gut durch. Letzte Kurve. Jetzt schauen, ob ich, wie gesagt, etwas später auf die Bremse kann. Ja. Ich meine, da geht sogar noch viel mehr. Bin ich vielleicht noch viel zu zaghaft im Vergleich zu dem, was möglich ist. Aber das Wichtige für uns, wir kommen. Sauber ins Ziel und haben es geschafft mit, ich weiß gar nicht, wie viel Vorsprung. Das sehe ich aber auch gleich und teile ich euch gerne mit. Okay, also, beste Runde war eine 1:51.2. Ich behalte einfach mal die Wiederholung. Natürlich, die muss ich noch speichern. Ich wollte mal eben schauen. Ich habe doch sicherlich auch vom Rennen mit, beziehungsweise von meinem Ding, von meinem Track Day. Ach, ich bin mit dem noch gar nicht auf dem Nürburgring unterwegs gewesen. Heißt, da habe ich überhaupt keinen Vergleich für. Schnellste Runde im Z4 waren 1:48. Das heißt, die schnellste Runde hier ist jetzt ungefähr 3 Sekunden langsamer. Ist aber auch klar, weil der Z4 deutlich mehr an Leistung hat. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir das Ganze jetzt nur hierbei belassen würden. Entschuldigung, den E3 haben wir ja auch schon über unseren geliebten Tuturo Motorplex gescheucht. Aber ich wollte euch noch was anderes zeigen. Etwas, von dem ich ja so ein bisschen erzählt habe und das ich doch schon für mich ein bisschen lieb gewonnen habe. Und zwar zeige ich euch den direkt auch mal im Showroom. Und zwar ist das der Fun Cup, von dem ich ja so geschwärmt habe. Wir gehen mal rein in den Showroom. Wo ist er? Hallo? Habe ich das richtige Fenster? Aha, da ist er doch. Das ist jetzt aber nicht der Sinn. Dich will ich haben. Ey! Showroom? Epileptischer Anfall? Na dann! Ich versuch's zum Laufen zu bringen. Dann haben wir es eben so gelöst. Und zwar der Fun Cup. Für alle, die sich fragen, der ist vor allem in Großbritannien groß. Daher auch das Auto. Das ist allerdings nicht nur in Großbritannien groß. In Belgien ist es, glaube ich, ganz erfunden worden. Aber auch in Deutschland durchaus Beliebtheit. Und wie konnte ich das nicht wissen damals, als ich das Ganze erklärt habe? Klar, das ist natürlich bei uns der Beetle Cup, weil man in diesem etwas getunten VW Käfer, er ist nur minimal getunt, nein, würde ganz klar auch auf der Straße so zu sehen sein. Natürlich. Wir können natürlich auch einmal ins Cockpit schauen und ihr seht natürlich schon, das ist ein Rennwagen. Sondergleichen. Whoops. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte dich sehen. So, von innen, da sehen wir es. Also wirklich auf das Minimum reduziert. Wenn es die kleine Relax gibt. Wenn ich einfach mal ein bisschen das Auto drehe. Ich bitte es zu entschuldigen. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen den Wagen. Aber vorher gebe ich euch ein paar kleine Infos dazu. Und zwar, der Fun Cup ist, wie gesagt, ein im Prinzip kleiner Käfer mit 135 PS. Also nicht gerade viel. 202 Newtonmetern, wiegt gerade mal 800 Kilo, beziehungsweise 840 hier. Die Version also ist klein, ist wendig und es macht verdammt Spaß, das Ding zu fahren. Und vor allem auch für den Otto-Normalverbraucher in der Theorie erschwinglich. Das Auto kostet, lass es 30.000 Euro sein. Man braucht natürlich für offizielle Rennen eine Lizenz beim Deutschen Motorsportbund. Man braucht eine Werkstatt, die dazu gehört. Aber zum Einstieg, in Anführungszeichen, für den Motorsport wäre das eine lohnende Idee für irgendjemanden, der mal da drauf kommen wollen würde. Gut, ich würde sagen,
dann nehmen wir dieses Auto und schicken es über unseren geschätzten Tsuchiru Motorplatz. Okay, da sind wir also wieder. Und ihr merkt schon, der lässt sich deutlich schwerer fahren. Auch hier haben wir natürlich eine sequentielle Schaltung. Und die Bremsen sind deutlich ansprechender. Ich bin das Auto schon mehrmals gefahren und ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, so ein schwer zu steuerndes, aber trotzdem spaßiges Mobil zu steuern. Dagegen sind die anderen deutlich einfacher mit den ganzen elektronischen Helfern. Die haben wir hier natürlich nicht dabei. Noch hier ist es wieder Gewöhnungssache. Auch wenn die Zeiten jetzt natürlich bei weitem nicht so schnell sein werden wie die anderen. Aber ich hätte gerne mal so einen Vergleich, wie gut ich hier mit dem kleinen Käfer auf der Strecke fahre. Das war schon mal nicht gut. Da habe ich aber einiges an Untersteuern gehabt. Oha, ja, er steuert sich auch sehr schwergängig im Vergleich. Muss ich mich dran gewöhnen. Da kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Ich fahre das ja nicht zum ersten Mal. Sagte er und verbremste sich komplett. Wunderbar. Oh Mann, da sieht man, wie schwer es doch ist, sich wieder an neue Autos zu gewöhnen. Jetzt rasselt ein bisschen der Kies. Jetzt ruhig. Nein! Man merkt auf jeden Fall die ganzen Helfer mit ABS und Traktionskontrolle. Die fehlen mir schon extrem. Kommt sie vorbei. Sie auch hier wieder die gewohnte Konkurrenz. Und hier merkt man es, wenn man mit 7 und mit 800 Kilo mit dem kleinen Ding um den Curb fährt, dreht er sich schon ein paar Mal öfter. Ups! Da habe ich mal eben mich verdrückt. Hier haben wir theoretisch, ihr seht es auch gerade, die Uhr nebenher laufen, die ungefähr mir die Zeit anzeigt, damit ich eine Referenz habe. Darum geht es ja schlussendlich im Motorsport. Merken, ich habe hier keine Kupplung. Und ich glaube, ich habe auch gerade den Sitz ein bisschen komisch von der Einstellung her. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Ich will mich einfach nur wieder dran gewöhnen. Hier in dem kleinen Käfer ein paar Runden zu drehen. Ich wollte drehen jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Eieiei. So war das nicht gemeint. Nur wir drehen noch mal eine zweite Runde gleich. Da gebe ich mich auf jeden Fall nicht mit zufrieden, hier das Ding komplett an die Wand zu setzen. Dann lasse ich ihn noch einmal kurz an die Box gehen. Also nee. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern, wenn ich nochmal an die Box will. Auch wenn wir die Zeit theoretisch hätten. Das Ganze mit Rändern ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Deswegen, natürlich, wenn euch das Ganze gefällt, nicht vergessen, mal einen Daumen da zu lassen. Und dafür, dass ich den doch nur gefangen habe, kann man auch mal einen Daumen da lassen. Okay. Und ab auf die Bremse. Ja, locker. Also die Bremse blockiert. Genau, immer an den Reifen. Also unter 2 Minuten sollte auf jeden Fall drin sein. Mal schauen, jetzt haben wir 2:05. Also komm schon. Ziel unter 2 Minuten. Okay, vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, jetzt vor allem für eine Runde. Aber da sollte auf jeden Fall einiges drin sein an Zeit.
wenn ich nicht der Meinung bin, mich drehen zu müssen. Er ist schon deutlich anstrengender, man braucht deutlich mehr Aufmerksamkeit für den Rennwagen hier, weil wie gesagt, komplett ohne irgendwelche elektrischen Helfer. Ist das nochmal ein ganz anderes Fahren? Jawohl, deutlich besser. Jetzt bin ich auch mal richtig rausgekommen, viel mehr. Nein, nein, stehen bleiben. Gut. Kurz hochschalten. Gerade halten. Und auf in die Bremsen oder auf die Bremsen. Normalerweise kann ich auch viel später auf die Bremse, weil es eben Rennbremsen wahrscheinlich sind, die hier drauf sind. Die das Ganze bei den gerade mal 800 Kilo eigentlich viel einfacher machen. Der Exit schon mal viel besser, aber da braucht man auch erstmal Vertrauen auf der Bremse. Und da sieht man es an den Bremsspuren. Das habe ich noch nicht ganz. Trotzdem, einmal sauber durchgekommen. Das ist schon ein Erfolg, weil normalerweise habe ich mich hier auch gerne mal gedreht. Jetzt war ich aber auch sehr vorsichtig. Da ist nochmal viel Zeit drin. Aber am Ende eine 2:03.3. Dann bremsen wir ihn mal ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Studio wieder. Ha! Fun Fact, an mich geht sogar der beste Offroader Award. Dafür, auch wenn ich natürlich nicht die konstantesten Rundenzeiten habe. Im Vergleich, wenn ich gerade mal schaue auf dem Tuchiro Motorplex, bin ich im Fun Cup sogar jetzt schneller gewesen als Giulietta und BMW M3. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach deutlich besser gefahren bin oder ob der kleine Rennwagen natürlich nochmal einiges mehr an Handling hat als die Konkurrenz, in dem Falle M3 und Giulietta. Da wäre aber auch noch deutlich mehr drin gewesen. Vielleicht bin ich auch einfach als Fahrer wieder gewachsen. Und ich merke schon, im Gegensatz zu den ersten Momenten, wo ich mich im Fun Cup auf der Nordstrecke in Tuchiro oder bei Tuchiro auf jeden Fall noch ein paar Mal öfter gedreht habe, bin ich echt gewohnt. Und ich muss sagen, für mich ist das Projekt bis jetzt sogar in den ersten 5 Parts ein voller Erfolg. Mir macht's Spaß. Ich habe wirklich Lust darauf. Und ich hoffe, wie immer, das kommt von mir zu euch rüber. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich euch sagen möchte? Ja, natürlich. Natürlich gibt es was. Was machen wir denn als nächstes in der Karriere? Als nächstes fahren wir das so ziemlich größte Auto, was wir bisher hatten. Und zwar bleiben wir beim BMW. Wir fahren den M3, den wir gesehen haben. Und der, ich würde einfach mal sagen, der hat ein klein bisschen mehr Leistung. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.